Herzlich willkommen zur Einweihung der Aussegnungshalle in Empfingen Der Tod gehört zum Leben dazu. So jedenfalls kennen wir ein geflügeltes Wort. Das ist schmerzhaft und hart. Doch gleichzeitig bietet uns diese Erkenntnis die Chance, einen Friedhof aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Als einen Ort der Trauer und des Schmerzes gewiss, als einen Platz der letzten und ewigen Ruhe für die Verstorbenen, ein Gedanke, der tröstlich ist. Aber auch als einen Ort der Erinnerung und als einen geschützten Ort für private Gedanken und Gefühle. Als Rückzugsort vielleicht auch als Kraftort, um zu sich selbst zu kommen. Auf unserem Friedhof hier in Empfingen haben wir nun einen weiteren Ort des Abschieds und der Trauer geschaffen den Neubau einer Aussegnungshalle. Herzlich willkommen zur Einweihung dieses neuen Gebäudes im Herzen unseres Friedhofs. Herzlich willkommen unseren Ehrengästen hier vor Ort im leider sehr kleinen Kreis und herzlich willkommen Ihnen zu Hause auf unserem YouTube Kanal. Gerne hätten wir Sie heute persönlich beim Tag des offenen Friedhofs und der Einweihung der Aussegnungshalle begrüßt. Leider bestehen noch immer weitreichende Einschränkungen unseres öffentlichen Lebens. Nichtsdestotrotz wollen wir Sie mit diesem Video an der Einweihung teilhaben lassen und Sie für unseren Bau begeistern. Recht herzlich begrüßen darf ich an dieser Stelle hier vor Ort Herrn Landrat Dr. Klaus Michael Rückert, Herrn Dekan Alexander Halter, Herrn Pfarrer Christoph Gruber, Herrn Gebhard Fröer als Vertreter der früheren Ingenieure Empfingen, verantwortlich für die Baudurchführung. Herrn Tobias Kammerer, Künstler dieser einmaligen Kunstinstallation und ganz besonders das Ehepaar Irene und Pius Brendle, ohne dieses, dieses Bauprojekt sicher nicht entstanden wäre. Blicken wir zurück. Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch mit Herrn und Frau Brendle in der Wehrsteiner Straße. Herr Brendle bat mich um ein persönliches Gespräch für ein Spendenprojekt. Er möchte der Gemeinde eine großzügige Spendenmache. So seine Ankündigung. Natürlich dachte ich niemals an eine solche Summe oder an ein solch tolles Hochbauprojekt. Als er Brindley dann ausführte, was er sich als Spende vorstellen könne, war ich, und das ist sicher, nicht oft geblättet. Nach der einen oder anderen Überzeugungsarbeit stimmte der Gemeinderat einstimmig diesem Neubau mit dieser Spende zu. Einmalig in unserer Gemeindegeschichte. Doch welchen Hintergrund hat dieses Gebäude? Das Sterben wird heutzutage meist aus dem Alltag, aus unserem Leben verdrängt. Aber auch das Sterben braucht einen Platz in unserem Leben. Ein Friedhof beheimatet uns auch, weil wir die Namen der Toten kennen. Die Beziehung der Menschen zueinander gehen über den Tod hinaus. Wir vergessen die Toten nicht. Sie sind Teil unseres Lebens. Wir erinnern deren Namen und haben öffentliche Orte der Trauer. Gerade in einer Zeit zunehmender Mobilität, in der feste familiäre Bindungen immer mehr auseinanderzufallen drohen, sind Friedhöfe als Ort der Erinnerung nötig, weil sie uns auch beheimaten. Der Friedhof ist ein Ort der Gemeinschaft und Würde des Menschen über den Tod hinaus, auch wenn er sich stets mit den Bestattungsarten wandelt. Öffentliche Friedhöfe bilden Orte für alle Trauernden, auch außerhalb der Familie. Friedhöfe sind keine Orte, die Angst machen, sondern ein Ort der Freude, der Hoffnung, ein Ort des Friedens, ein Ort, der die Würde des Toten bis zum Ende erhalte. Und aussegnen? Aussegnen, das heißt, dass wir einen Menschen verabschieden aus seinem Haus. Dass wir ihn nicht abschieben, sondern in Würde aus dem Haus segnen. Mit ihrer Spende, liebe Frau Brendle, lieber Herr Brendle, konnten wir diesen ort der hoffnung mit einem raum einem haus des abschieds ergänzen? mit unterstützung der früheren ingenieure dem arbeitskreis aussegnungshalle dem künstler tobias kammerer und den zahlreichen baufirmen haben wir nun dieses haus geschaffen. vielen dank! Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Bürgermeister Ferdinand Truffner, lieber Herr Dekan Halter, Herr Pfarrer Gruber, lieber Herr Kammerer und Herr Fröhrer und liebe weltweite Gemeinde, die irgendwann auf dem YouTube-Kanal dieser dynamischen Gemeinde empfingen mit ihrem noch dynamischeren Bürgermeister Ferdinand Truffner. Dieser Aussegnungshallen-Einweihung beiwohnt. Und vor allem ein ganz, ganz herzliches Grüß Gott Ihnen, liebes Ehepaar Brentle, verehrte Frau Brentle und verehrter Herr Brentle. Ich bin tief beeindruckt von dem, was ich jetzt seit wenigen Minuten live erleben darf, aber es wäre nicht Empfingen, hätte ich nicht vorher schon einen virtuellen Rundgang zugeschickt bekommen. Hier ist etwas entstanden, was das Gesicht der Gemeinde Empfingen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nachhaltig prägen wird. Vor über 20 Jahren, als ich selbst junger Bürgermeister im Stutt Großraum Stuttgart war, hat mir ein älterer pensionierter Kollege einmal gesagt, wenn du wirklich wissen willst, wie es um eine Stadtgesellschaft oder eine Gemeindegesellschaft vor Ort bestellt ist, dann geh nicht ins Rathaus, geh nicht auf den Marktplatz, sondern geh auf den Friedhof. Auf dem Friedhof? erweisen wir heutig, heute lebenden Menschen denen, die vor uns unser Gemeinwesen geprägt haben, die Ehre. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, ob ein Friedhof gepflegt ist und auch wie die Aussegnungshalle ausschaut. Und ich meine, dass dieser Amtsvorgänger von mir, der selbst inzwischen nicht mehr am Leben ist, den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und wenn wir hier in die Aussegnungshalle, in die neue Aussegnungshalle hineingehen, dann zeigt uns das ganz viel über Empfingen. Dann zeigt uns das zu einen, dass den Bürgerinnen und Bürgern Empfingens ihre Verstorbenen wichtig sind, dass man ein großzügiges, ein großartiges Aussegnungshallengebäude Gebaut hat. Dann zeigt die Tatsache Ihrer großherzigen und großzügigen Gönnerschaft, liebe Frau Brändle und lieber Herr Brändle, dass hier in Empfingen Menschen zu Hause sind, die viel schaffet, viel erschaffet, dann auch fairerweise Geld damit verdienen, aber das nicht nur für sich selbst einsetzen sondern gibt der Gemeinde, der Gemeinschaft dauerhaft zurückgeben. Und dafür auch mein Dank als Ihr Landrat und mein allergrößter Respekt. Wenn man in diese Halle hineinkommt, dann sieht man, dass man in Empfingen mit der Zeit geht, dass man eine moderne Halle gewagt hat, dass man einen Künstler engagiert hat, der fest in der christlichen Tradition verwurzelt ist, der aber christliche Kunst, modern im dritten Jahrtausend und für das dritte Jahrtausend interpretiert. Dann spürt man, dass sich der gesamte Arbeitskreis, der diese Aussegungshalle vorbereitet hat, sicherlich bewusst mit dem Architekten zusammen entschieden hat, Licht hereinzulassen und keine düstere und dunkle Trauerhalle zu gestalten. Und dann sieht man die christliche Prägung dieses ortes das ein starkes kreuz in der mitte dieser Aussegnungshalle aufgehängt hat ein krummes kreuz der herr kammerer wird sicherlich noch erläutern meine bescheidene erste interpretation war die als ich es gesehen habe egal wie krumm mühsam oder verbogen der lebensweg jedes einzelnen ist das ziel ist das Kreuz, das Ziel ist die Auferstehung und das Ziel ist unser christlicher Glaube, der uns die Hoffnung schenkt, dass nach diesem Leben auf dieser Erde nicht alles zu Ende ist, sondern alles erst richtig anfängt. Mit frohen Farben, mit positiven Farben, mit hellen Farben, die uns das Licht zeigen, die uns Hoffnung ermöglichen und die und da freue ich mich besonders darüber, dass der Bürgermeister auch das Wort Freude in den Mund genommen hat, die auch die Lebensfreude repräsentieren, an die man auch denken darf, wenn man einen Menschen konkret auf dem Friedhof an seinem letzten irdischen Weg begleitet oder auch, wenn man die Gräber der verstorbenen Freunde und Familienangehörige besucht. Und so freue ich mich. Dass beide Geistliche der Gemeinde, Dekan Halter und Herr Gruber, Pfarrer Gruber, heute auch da sind und dass der Bürgermeister sie auch zu Segensworten eingeladen hat. Sie glaubet gar nicht, was man heute alles erlebt. Das ist leider nicht mehr selbstverständlich. Und deshalb freue ich mich darüber. Und von daher danke allen, die hier zusammengewirkt haben, allen, die dieser Gemeinde ein menschliches, ein hoffnungsvolles, ein gläubiges, ein in die Zukunft gewandtes und optimistisches Gesicht gegeben haben. Respekt vor diesem Bauwerk, Dank und Respekt für die großzügige Spende der Familie Brentle. Und ich wünsche allen Menschen, die hierher kommen, dass sie diese Hoffnung, von denen der Bürgermeister und ich gesprochen haben, auch spüren, tief empfinden dürfen und dass im Glauben Halt finden. Für Ihren letzten Lebensweg, aber auch für den Weg auf dieser Erde unter den Lebenden und mit den Toten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Werte Anwesende, die früheren Ingenieure freuen sich heute, das Bauwerk über das Spender Ehepaar Brendle an die Gemeinde übergeben zu dürfen. Das, was wir hier und heute einweihen, ist das Ergebnis vieler Varianten im Vorfeld. Erste Planentwürfe gab es schon Anfang 2018. Durch die sachliche Diskussion aller Beteiligten entstand eine schlichte architektonische Symbiose. Diese spiegelt sich in den hochwertigen, aber unbearbeiteten Betonwänden sowie in den Materialien Glas, Stahl und Holz. Und natürlich in der gelungenen künstlerischen rot-gelben Farbgebung mit verformtem Stahlkreuz und den sieben Wandtafeln, Rednerpult, Urnentisch und Leuchter vervollständigen den künstlerischen Gedanken mit Bezug auf das Neue Testament. Am Anfang war ich als Planer eher kritisch, aber heute bin ich vollkommen überzeugt von dem, was Sie, Herr Kamera geleistet haben. Das abgerückte Nebengebäude wird ganz bewusst untergeordnet. Der Glockenturm mit optik ist ein Blickfang im Außenbereich. Seine Wirkung im Umfeld ist... Unbestritten. Gute Architektur gelingt nur mit den Beteiligten am Bau. Stellvertretend für unseren Bauleiter Tobias Kneisch möchten wir uns bei den 20 Firmen und vor allen Dingen bei der Gemeindeverwaltung recht herzlich bedanken. Wir sind sehr froh, dass der Bau während der zehnmonatigen Bauzeit unfallfrei blieb. Ganz besonders freut es uns aber, dass die vorgesehenen Baukosten eingehalten werden konnten. Dieses Bauwerk, meine Damen, meine Herren, ist ein weiterer Baustein zur Verbesserung der Infrastruktur in Empfingen im Allgemeinen und für den Friedhof hier im Besonderen. Danke für das uns entgegengebrachte Vertrauen, liebe Irene, lieber Pius, und danke auch an die Gemeinde, allen voran Ihnen, Herr Bürgermeister Truffner und Herrn Seibold vom Baubetriebsamt, für die stets unbürokratische und uneingeschränkte Unterstützung. Möge das Bauwerk seinem Zweck gerecht werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tobias Kammerer, geboren 1968 in Rottweil, wächst in fünfter Generation als Maler auf. Nach beeindruckendem Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien erhält er neben zahlreichen Auszeichnungen und Preisen im Jahr 2000 die Pontifikatsmedaille der päpstlichen Akademie von Papst Johannes Paul II. überreicht. Eine der höchsten kirchlichen Auszeichnungen und dies mit gerade einmal 32 Jahren. 2011 jedoch nimmt diese durchaus steile Karriere eine tragische Wendung. Am 27. Oktober bricht Tobias Kammerer während der Kuppelausmalung in Troschenreuth durch das Deckengerüst und stürzt acht Meter in die Tiefe. Nach Jahren der Genesung und des Kampfes für die Gesundheit kann er 2014 die Arbeit mit einer Assistenz wieder aufnehmen und sein Wirken in ganz Europa fortsetzen. Und dann kam der 4. Februar 2020. Dekan Halter, Pfarrer Gruber und meine Wenigkeit diskutierten schon länger über die mögliche Kunst für die Aussegnungshalle zumal wir drei nicht einfach ein Kreuz an die Wand hängen wollten. Pfarrer Gruber, seines Zeichens auch tätig bei Radioantenne 1 Neckarburg Rock und Pop in Rottweil, hatte über diese Tätigkeit einen Kontakt zu einem Kirchenkünstler in Rottweil. Kurzerhand machten wir uns dann auf den Weg nach Oper Rothenstein. Schon nach dem ersten Wortwechsel war für uns klar, diese Kunst passt für die Aussegnungshalle. Und als ich dann dieses verrostete, krumme, komische Kreuz im Atelier in Miniatur an der Wand hängen sah, war für mich klar, das Teil passt in ein modernes Gebäude. Der Kammerer machte sich kurzerhand dran, einen Entwurf zu gestalten und dem spender -Ehepaar vorzustellen. Und siehe da, heute stehen wir vor dieser einmaligen Installation, ein wahrer Leuchtturm in der Region, auch im Landkreis Freudenstadt. Natürlich kann und soll man über Kunst diskutieren, streiten, philosophieren. Kunst ist und bleibt Geschmackssache. Doch war und ist es wichtig, die Brücke von Modernem Neubau zur bestehenden Kriegergedächtniskapelle mit deren historischen Bedeutung zu bauen. Wir, so spreche ich heute auch im Namen von unseren Geistlichen, wollen aber gerade in diesem modernen Raum den Gedankenspielraum lassen und dies mit moderner, sakraler Kunst. Ich freue mich nun umso mehr, dass nun Herr Kammerer seine Kunst für unser Empfingen erläutert. Lassen Sie die Kunst auf sich wirken. Vielen Dank für die schöne Einleitung, Herr Bürgermeister Truffner. Die irrt mich sehr. Ja, ähm, über Kunst zu reden im sakralen Raum ähm, ist tatsächlich zunächst einmal nicht sehr einfach, aber alles, was an Farbe, an, an Form im sakralen Raum ist, spricht natürlich für sich und ähm, kann man auch aufgrund äh, ikonografischen Hintergründen sehr schön deuten so sieht man im zentrum dieser malerei sehr viel rot. rot ähm, ist in der Ikonografie eine äquivalente farbe. einerseits steht sie für blut, für opfer, für hingabe, für martyrium. andererseits für liebe. das erklärt sich durch die christusgeschichte eigentlich äh, sehr einfach. christus nimmt unsere Sünden auf sich die Last der Welt und opfert sich für uns. Und das sich aufopfern für andere ist gleichzeitig das größte Symbol der Liebe. Ich habe im Zentrum dieses Kreuz, das eben krumm ist. Wenn man sich das mal ganz genau ansieht, sieht man, dass es sehr stark verformt ist und rostig ist. Ich habe da ein Stück weit diese Energie mit versucht reinzubekommen, die wohl Christus bei seiner Passion passiert ist. Ich habe es erhitzt, sehr stark erhitzt und mit Hammerschlag bearbeitet. Es hat eben Einschläge und, und Mulden und ist ganz, ganz verkrümmt bis hin, auch nach unten hin wiegt es sich ab und ein Stück weit ist es für mich auch wie einer der Nägel, der durch die Wunde Christi getrieben worden ist. Rostig deswegen, weil Rost ist eine starke oder ein starkes Symbol für die Vergänglichkeit. Das ist die Todesstunde Christi. Das wäre zu wenig. Es geht uns eigentlich um die Auferstehung. So sehen wir im oberen Bereich die große gelbe Farbe, die so herunterkommt wie Licht. Christus sagt, er ist das Licht der Welt. An einer anderen Stelle steht geschrieben, das Kleid Gottes ist Licht oder einfach nur, Gott ist Licht. Licht ist das, was, was man braucht, damit alles entsteht. Wir sind alle Kinder des Lichtes und Licht ist die größte Energieform. Jüngsterweise kann man sogar mit verdichtetem äh, Licht auch tatsächlich Metalle ausschneiden und da merkt man, wie viel Energie drin ist. Aus der additiven Farbmischung kennt man, dass alle, dass es die Summe aller Farben ist, das Tageslicht. Das blaue Licht, das rote Licht, das gelbe Licht, diese gesamte Energie ist ein Symbol eigentlich für die Herrlichkeit und die Kraft Gottes. Etwas von Tod und Auferstehung sehen wir auch in den Stücken, den Rednerpult, den Leuchter oder den Urnentisch. Sie werden, wenn Sie es genau sehen, erkennen, einerseits ist da eine oxidierte Fläche, eine graue, anthrazitfarbene Fläche, andererseits eine goldene Fläche, Symbole auch für Tod und Auferstehung. Als vor gut einem Jahr... Herr Truffner mit der Abordnung bei mir am Oberrotenstein war, erzählte er mir wirklich Ungeheures, nämlich von einer Spende von Herrn und Frau Brendle. Ich kann es eben zu damaligen Zeitpunkt fast nicht fassen über diese ungeheure Summe, die es ermöglichte, dieses Bauwerk zu bauen. Eigentlich bei der Gestaltung kam mir dann gleich in den Sinn, das ist... Beispielsweise das siebte, die siebte Station, eigentlich der Werke der Barmherzigkeit, nämlich tatsächlich Tote in Würde und in Anstand zu begraben. Und das wurde eigentlich durch diese Spende möglich. So sehen Sie hier an der Seite entlang diese Reliefs. Hier eben Tote begraben. Und wenn wir weiter nach vorne gehen, die Gefangenen besuchen, oder wieder weiter die Kranken besuchen. Man sieht hier, wie ein Kind so im, im Bett liegt und hat einen verbundenen Kopf. Die Fremden aufnehmen, man sieht hier, wie sich zwei Hände ja, sich reichen. Oder wie man nackte bekleidet, hier hat eine Hand, ein, ein Hemd in der Hand. Oder den Dürsten zu trinken geben. Und letztlich Hungerte zu speisen. Diese Werke der Barmherzigkeit, die sind hier wie Bausteine eigentlich. Unseres christlichen Lebens und möchten auch ein wenig tatsächlich durch den Alltag geleiten. Ja, nun hören wir Segensworte von Dekanhalter. In der Bezeichnung Aussegnungshalle ist das Wort Segnung enthalten. Segen soll in und von dieser Halle ausgehen. Segnen vom lateinischen Benedizere, Worte übersetzt, Gutes sagen, Gutes erfahren. Ist werden Menschen hierher kommen, die einen lieben Menschen verabschieden müssen alles andere als gut. Trauer, Schmerz, Verlust, so wie es einen den Boden wegzieht. Und genau in diese Situation hinein soll diesen Menschen Gutes gesagt werden. Kein billiger Trost, keine billige Vertröstung, sondern Worte der Zuversicht, Worte des Trostes, Worte, die wirklich berühren die halt geben worte der hoffnung hoffnung wie sie ausgedrückt wird in diesem kreuz in der sakralen kunst von tobias kamera hoffnung dass das leben stärker ist als jeder tod hoffnung dass ich wirklich getragen bin hoffnung welche die frage beantwortet ja, was trägt, was hält wirklich in deinem Leben? An was machst du dein Leben wirklich fest? Was bleibt? Hoffnung auf ein Wiedersehen mit den Menschen, mit denen wir gelebt haben und die wir geliebt haben. Segen soll ausgehen von dieser Halle. Und so möchte ich diese Halle segnen, nicht in erster Linie diese Halle, sondern all die Menschen, die hierher kommen werden, um diesen Trost und diese Hoffnung zu erfahren. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist uns in deinem Sterben, deiner Grabesruhe, deinem Auferstehen und deiner Himmelfahrt vorausgegangen auf dem Weg zum himmlischen Vater, dem Ursprung und Ziel aller Menschen. Bei ihm hast du uns einen Platz bereitet, eine unverlierbare Wohnung. Du wirst kommen, um uns heimzuholen. So bitten wir dich, segne diese Aussegnungshalle und erbarme dich aller Toten, die man hier aufbahren wird. Lehre uns begreifen, dass wir auf Erden keine bleibende Stätte haben. Zeige uns den Weg zum Vater und schenke uns nach dem zeitlichen Leben das ewige Leben, der du lebst und Leben schenkst in alle Ewigkeit. Amen. Die Jahreslosung für das Jahr 2021 steht im Lukas Evangelium. Da heißt es seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Worte von Jesus, Worte die ökumenisch gemeinsam ausgesucht wurden als Jahreslosung und damit quasi so etwas wie eine Überschrift über dieses Jahr sein sollen. Und wer jetzt fragt, ja, wie geht es mit dem barmherzig sein? Nun, Tobias Kamera hat sieben Vorschläge hier an der Wand gemacht, wie das gehen könnte. Vorschläge, die alle, die hierher kommen, ansprechen sollen ja, und im besten Fall natürlich auch herausfordern sollen. Eine Frage bleibt für mich noch offen an diesem Kunstwerk. Welchen Sinn haben diese sieben Werke der Barmherzigkeit in dieser Aussegnungshalle in Verbindung zu dem, was wir hier vorne sehen? Darüber musste ich lange nachdenken. Wenn wir in unseren Gottesdiensten bekannt geben müssen, dass jemand aus unserer Kirchengemeinde gestorben ist, dann verbinden wir das mit einem Gebet und verwenden dafür ein bekanntes Bibelwort. Und genau dieses Bibelwort ist für mich zum Schlüssel geworden. Zur Verbindung sozusagen zwischen den Werken der Barmherzigkeit oder nennen wir sie auch Denkmäler an die Barmherzigkeit und dem großen Kreuz und den Farben, die Tobias Kammerer gerade eindrücklich erläutert hat. Wenn nicht hier, wo dann lautet unser Gebet, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden und unsere geschenkte Lebenszeit, die uns zur Verfügung steht, sinnvoll nutzen und barmherzig werden. Barmherzig gegenüber uns selber, barmherzig gegenüber den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Ja Herr, zeige uns unsere Aufgabe und hilf uns dabei. Amen. Zum Ende dieser besonderen Veranstaltung darf ich nun nochmals Danke sagen. Herzlichen Dank im Namen der gesamten Bevölkerung an das Ehepaar Brändle für diese Großzügigkeit der Spende. Als kleiner Dank darf ich im Anschluss einen kleinen Blumengruß überreichen. Herzlichen Dank an den Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke und Landrat Dr. Klaus-Michael Rückert für den Spendenbeitrag zur Kunstinstallation. Herzlichen Dank an Gebhard Gfröhrer, Tobias Kneisch und das Team der Gfröhrer Ingenieure nicht nur für die Planung, Bauleitung und Spende des E-Piano, sondern auch für die tatkräftige Unterstützung bei der Bepflanzung mit dem Empfinger 1954. Vielen Dank an den Arbeitskreis Aussegnungshalle mit Vertretern der Kirchengemeinden, des Bestattungsinstituts Einklang, der Gemeinderäte und der Gemeindeverwaltung. Vielen Dank allen Baubeteiligten, egal ob Ortsbaumeister, Bau oder Reinigungsfirma. Ein ganz besonderer Dank gilt heute auch dem Seniorenbeirat für die Spende der Sitzkissen für den Außenbereich der Aussägungshalle, genäht und bestickt bei der Firma Buwa hier in Empfingen. Die Sitzkissen können beim Besuch im Vorhof ab Frühjahr, wenn der Schnee getaut ist, entnommen und verwendet werden. Zum Schluss noch mein herzlicher Dank an das Kamerateam für diese einmalige Veranstaltung, die für die Ewigkeit festgehalten wurde. Und vielen Dank nun für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen an den Bildschirmen und hier im Saal viel Gesundheit und viel Freude auch mit dem digitalen 3D-Rundgang auf unserer Homepage. Bis bald mal wieder auf unserem YouTube-Kanal bei TV. Machen Sie es gut.